Heute ist Mittwoch an der Gustav-Heinemann-Gesamtschule AG-Tag und die Schulgarten-AG hat hier einen ganz besonderen Ort, das ist das Gartenreich und wir machen hier ganz viel im Garten. Heute wird aufgeräumt, Laub gekehrt. Mir gefällt einfach diese Teamarbeit und was wir hier alles schon erreicht haben. Wir pflücken regelmäßig Äpfel, wir essen auch Äpfel und mir gefällt auch, wie wir in dem Ofen gebacken haben. Das hinten. Und ja, einfach der Zusammenhalt hier. Lehmofen funktioniert so, dass hier eine dicke Schicht Lehm ist. Die hält die Wärme drinne. Hier ist auch eine extra Tür. Dann nimmt man dieses Holz, macht man extra da rein zum Anzünden. Und wenn das Feuer weg ist, dann ist es bereit zum Backen. Man kann da Pizza, Brot und alle Weizengerichte backen. Gewählt, weil es sehr viel Spaß macht und man erlebt hier viele Sachen. Zum Beispiel, man lernt hier viele neue Tiere kennen und wir machen sehr viele Sachen auch selber und es macht halt einfach Spaß und man fühlt sich auch danach besser, weil man was geschafft hat und man sieht auch, wie andere Kinder gut drauf sind, weil sie hier sind. Tropische Pflanzen. Mach die Klappe auf. Hier haben wir viele verschiedene Pflanzenarten. Und die brauchen sehr viel Wärme. Deswegen sind die auch hier im Gewächshaus, damit die auch viel Wärme bekommen, weil draußen werden die sterben. Und hier kommen bald vielleicht Schmetterlinge rein, damit wir die dann gucken können, wie sie sich entwickeln. Und das wird dann nächstes Jahr im Sommer gemacht. Frühling, Sommer. Viele Fische aus dem Teich. Wir haben hier Schnecken, dann noch Wasserpflanzen. Und die brauchen die Fische zum Überleben, weil da ihre Nahrung drin ist. Und hier haben wir auch nochmal Futter für die. Und dann werden die auch größer und dann können wir die sehr gut beobachten. Und wenn die größer sind, kommen die dann auch wieder nach hinten in den Teich. Das Wasser kommt unten. Die brauchen Feuchtigkeit und Sonne würde die Haut austrocknen. Nein, nicht alles.